Herzlich willkommen hier bei einer kleinen Vorschau auf die 17. September dem Züricher Forum für Versorgungsforschung. Ich spreche heute mit Markus Merz, dem CEO der psychiatrischen Klinik, Universitätsklinik Zürich, kurz genannt PUC. Und ich freue mich, dass er ein paar Minuten Zeit für mich gefunden hat. Hallo. Hallo. Ja, ich steige gleich mal ein. 150 Jahre PUC, ein tolles Jubiläum, was dieses Jahr ansteht. Welche Bedeutung hat denn die PUC in der europäischen Psychiatrielandschaft? PUC ist natürlich rein, sagen wir mal, rein von der Größe her schon eine von der grössten Universitätskliniken psychiatrisch in Europa. Das hat insofern noch schon, ja, durch die Größe schon eine gewisse Bedeutung. Dann hat PUC natürlich sehr eine bewegte Geschichte, und zwar nicht nur da in Zürich, auf dem Gelände, an der Lenkstrasse, sondern auch in Bezug auf die europäische Psychiatriegeschichte. In Zürich hat man doch das eine oder andere herausgefunden, definiert oder gemacht, wo dann sehr stark Einfluss gehabt hat, auch auf die Psychiatrielandschaft in Europa. Zum Beispiel die Definition des Begriffes der Schizophrenie, oh, wo wahrscheinlich eine von den grösseren Errungenschaften war, von Herrn Bleuler, dann auch da am damaligen Burg Hölzli. Es hat verschiedene grosse Namen aus der Psychiatriegeschichte, die sehr eng verknüpft sind mit der PUC oder dem damaligen Burg Hölzli. Da war eben der Herr Bleuler, das ist der C.G. Jung, ist so jemand. Dann haben wir aber noch zum Beispiel den Herr Forell, der ja auch da gewirkt hat. Also es gibt doch ein paar Binswanger, es gibt ja noch mehr, also es gibt ein paar doch bedeutende Psychiater, die da tätig sind. Also schon sehr eine sehr großer Impact auch im europäischen Bereich. Wenn wir jetzt auf die Schweiz und auf den Großraum Zürich uns mal konzentrieren, wie sieht es da aus? Was hat die PUC da bewegt? Gut, im Großraum Zürich haben wir natürlich zwei große Themen. Das eine ist, wir sind durch das, dass wir universitär sind, nicht nur, aber auch weil wir universitär sind, natürlich sehr große und wichtige Ausbildungsinstitution. Wir haben etwa 260 Lernende bei uns, die eine Berufslehre machen, in irgendeinem bestimmten Berufsbild. Und dann haben wir natürlich sehr viele Assistenzärzte, die dann im medizinischen Bereich über die Uni, also den Namen, den wir über die Uni bekommen, über das Universitäre dann bei uns auch ihre Aus- und Weiterbildung machen. Zweitens, wir haben natürlich durch unsere auch wieder Größe mit ein Stück über 500 Bett, natürlich sind wir sehr ein wichtiger Partner in der Versorgung, in der psychiatrischen Versorgung von der Bevölkerung im Großraum Zürich. Ja. Nur, aber hauptsächlich. Ganz genau. Also das spricht ja schon sehr viele Zukunftsthemen, auf der einen Seite für die Versorgung der Bevölkerung da zu sein, als auch für viele, die in dieses Berufsfeld sich weiterentwickeln wollen und hinein wollen. Zukunft heißt auch Forschung, und wir haben ja am 17. September das Zürcher Forum für Versorgungsforschung, wo Sie auch auftreten werden. Was dürfen die Teilnehmenden von Ihnen erwarten? Ja, den Versuch, das Thema, wo mir ja vorgegeben ist, Dezentralisierung, Zentralisierung aus Versorgungssicht, sprich Patienten, also Patienten- und Versorgungssicht, aber auch aus ökonomischer Sicht versuchen, ein bisschen zu beleuchten. Und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten in der Versorgung, in der Behandlung von Patienten im Bereich von eher dezentral, aber auch eher dezentralen oder eher zentralen Angeboten. So. Ja, das ist ein spannendes Thema, insbesondere bei der Weiterentwicklung der Versorgung, insbesondere im psychiatrischen Bereich. Ja, das soll ein Ausblick genügen. Lieber Herr Merz, vielen Dank für das kurze Gespräch. Und ich bin gespannt, Sie dann am 17. September hier in Zürich dann auch persönlich den Teilnehmenden vorstellen zu dürfen. Bis dahin. Genau. Bleiben Sie gesund. Genau. Machen Sie es gut.